So, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von unserem Mühfrag nach Quiz. Wir haben auch heute wieder einen tollen Gast bei uns. Lieber David, möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, hi, sehr gerne. Ja, wie schon gesagt, ich bin David und ich habe damals eine Ausbildung als Mikrotechnologe gemacht, habe dann anschließend 4 Jahre als Techniker gearbeitet und habe mir dann überlegt, okay, fängst du nochmal ein Studium und dann habe ich nochmal ein Bachelor-Master-Studium gemacht in Richtung Elektrotechnik-Projektmanagement und bin jetzt hier seit gut 6, 7 Jahren als Projektleiter tätig. Ja, das heißt, wir haben hier heute einen richtigen Fachmann bei uns, was die ganzen Basics der Mikroelektronik angeht. Und genau darum soll es heute auch gehen. Wir wollen nämlich uns mit dir ein bisschen zusammen dem Thema Embedding annähern und haben dafür drei Fragen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten, die da nämlich lautet: Was ist denn Embedding in der Mikroelektronik? Ja, also Embedding bedeutet in der Mikroelektronik den Einbau von elektronischen Komponenten in die Aufbaulagen einer Leiterplatte. Herkömmlich waren solche Komponenten wie beispielsweise Mikrocontroller, Widerstände, Kondensatoren auf der Außenseite von Leiterplatten montiert. Das kennt man, wenn man zum Beispiel mal in ein Handy reingeguckt hat und dieses grüne Teil da mit den Komponenten drauf gesehen hat oder wenn man mal einen Computer geöffnet hat. Da sieht man halt eine dicht bestückte Leiterplatte und wir integrieren quasi diese Komponenten in die Leiterplatte. Perfekt, sehr gut anschaulich erläutert. Vielen Dank auch für das Beispiel mit dem Handy. Da wäre jetzt gleich die zweite Frage, die sich anschließen würde für alle Laien und Laien da draußen. Wofür braucht man denn das eigentlich? Ja, also das Embedding, das hat verschiedene Vorteile. Zu einem können die elektronischen Module dadurch kleiner werden, da man die Komponenten in 3 anstelle von 2 Dimensionen anordnen kann. Somit können die Leitungswege verkürzt werden, was zu einer funktionalen Optimierung führt. Insbesondere ist das bei Hochfrequenz- oder Leistungsanwendungen wichtig. Und durch das Einbetten werden die Module auch viel robuster, da die im Harz verkapselten Komponenten vor Umgebungseinflüssen, wie zum Beispiel Flüssigkeiten oder mechanischen Belastungen, geschützt sind. Sie sind halt integriert in der Leiterplatte. Okay, ja, das klingt auch plausibel, finde ich, weil wir haben ja wirklich viel Elektronik mittlerweile, die wir in unserem Alltag nutzen und die halt nicht nur an, sage ich mal, staubfreien und sicheren Plätzen rumliegt. Ja. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Basics. Ich würde dann sagen, in der dritten Frage wären wir noch mal ein bisschen konkreter. Und zwar würden wir gerne noch mal von dir hören, welche anwendungsbezogenen Projekte betreust du denn aktuell oder insgesamt? Ja, also in der Vergangenheit waren das Projekte, wo es um Miniaturisierung ging. In späteren Projekten ging es dann zunehmend auch mehr um die Robustheit, wie zum Beispiel wasserdichte Sensorknoten für ein autonomes Unterwasserfahrzeug, was halt so wie ein Manta-Rochen ausgesehen hat, also quasi ein Roboter-Manta. Und dabei wurden die großen Flügel, die so ein Manta hat, halt mit zahlreichen unterschiedlichen Sensoren ausgestattet, um beispielsweise Munitionsreste unter Wasser zu bergen. Und in einem laufenden Projekt geht es auch um Elektronik, die in einer Tiefe von 6000 Meter unter der Meeresoberfläche funktionieren soll. Und für sowas nutzt man halt ja auch als Embedding. Ja, also da bekommt so harsche Umgebung nochmal einen ganz neuen Stellenwert. Ne? Bei 6000 Meter, da kann man ja nicht einfach mal so runterschwimmen. Ja, Ja, absolut. also Future is now auf jeden Fall. Das klingt ja echt sehr, sehr spannend, auch mit diesem Robomanta. Ja, also da sind ja wirklich viele Sachen dabei, wo wir gerne noch viel mehr eigentlich mit dir drüber sprechen würden. Aber wir müssen im Rahmen bleiben. Deswegen erstmal vielen Dank an dieser Stelle, Ja, dass du gerne, uns hier gerne. kurz und kompakt mal einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Tja, und auch herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wir haben uns sehr gefreut und denke, wir sehen uns bald am ICDM. Dann bis bald und Bis tschüss. bald. Ciao.